Herzlich willkommen hier zurück auf dem wunderschönen Kanal bei Unlimited Gaming. Heute ist zwar immer noch Montag, aber ich produziere wieder vor und zwar die nächsten zwei Folgen der HW4 Challenge. Deswegen switchen wir jetzt einmal rüber und schauen nochmal unser Team an. Es hat sich, wie gesagt, schon einiges geändert, einiges verbessert. Wir können bald auf Upgrade Gold setzen. Da haben wir jetzt erstmal noch hier Corbinian Vollmann, der noch weg muss, und danach geht's auch schon an die Goldspieler, und da muss ich mal überlegen, wen ich tatsächlich upgrade. Kriegen wir zwei Packs, können wir doch jetzt auch mal direkt öffnen. Vielleicht ist da sogar was Gutes drin. Eine Sache ist auch noch passiert. Wir haben, ich meine, das war auf dem Account, das kann ich gleich mal im Verein zeigen, wen wir gezogen haben. Haben nämlich einen Walkout gezogen. Hier jetzt nicht, aber letztens, das war in einem 75 Plus Pack. Jetzt kann ich euch einmal noch zeigen, wer mit reinkommen wird. Jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall in naher Zukunft, weil ich den Untrade gezogen habe. Und hier ist es auch schon, Jadon Sancho. Wir können auch vielleicht gucken, dass wir in eine andere Liga gehen. Und hier hätten wir dann den Torwart dafür, da ich ihn auch trade habe, tradable. Wäre eine Möglichkeit, dass wir tatsächlich sagen, jo, du, wir machen das so, dass wir ein Team um die beiden hinterher sogar bauen, weil, wie gesagt, ich habe die jetzt untrade, das heißt, ich kann die benutzen, und wenn wir für die Weekend die qualifizieren, könnte man wirklich hier mit Aki, Ederson und mal gucken, wen noch spielen. Neymar. Auch sehr, sehr interessantes Team. Natürlich auch Pope, Mondi, Varane, Gomez, Walker. Und Weidand. Nein, nein, ich habe den drin gesehen. Das gibt's doch gar nicht. Pope. Oh, wir hatten eine Riesenchance. Ja, der ist drin. Erstmal Gegner jubeln, ne? Ne, jubelt nicht, okay. Schön. Mal zurückziehen. Und jetzt. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Boah, ich hasse die Schiedsrichter in FIFA, ne? Es gibt nichts Schlimmeres. Guckt euch doch mal die Statistik an, ey. Jetzt aber. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Und dann laufen die sich über den Weg. Dann laufen die sich. Oh, das gibt's nicht, Mann. Dann gibt's für sowas Elfmeter. Es gibt für sowas Elfmeter. Guck mal, mit seinem Boateng auch noch, ey. Hier. Wann kam der letzte Pass bei mir an? Frage ich mich gerade wirklich. Ja, 2-0. Ey, lächerlich. Lächerlich, ey, lächerlich. Er wechselt halt einfach nicht den Spieler. Ich hoffe, Boateng kriegt rot für die Aktion, Mann. Das ist echt, also wirklich, dieses Spiel macht einen so derbe aggressiv. Hätten wir das Spiel verloren und der Gegner hätte normal gespielt, alles gut. Kein Stress. Aber wenn du mit 11 Mann in deiner eigenen Hälfte gegen so ein Team stehst, Mann. Gegen so ein Team. Dann hast du halt wirklich die. Komm, also nee, dann hast du wirklich. Nee. Aber auch kein schlechtes Team, außer der Gnabry. Der Gnabry ist echt kacke. Dafür den Zaha. Wenn du mit so vielen Defensiv stehst. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Komm, noch ein, noch ein. Was ein Move. Was ein Move. Erstmal Torwart moven, obwohl man.
Auch hier sind seine Verteidiger so schnell rausgerückt. Corner Sway. Ah, egal. Hat geklappt. 2 zu 0. Weil hätte ich das gemacht, wäre es halt wirklich ein Elfmeter gewesen. Perfekt, dass er da auch noch durchkommt. Ich weiß nicht, hier funktioniert jetzt gerade nicht viel. Schöner Weiterball. Gucken. Ja. Das ist jetzt hier gerade. Verdammt, jetzt fällt gleich das Tor. Ja, weil, keine Ahnung. Erstmal jubeln, ne? Weil. Ich weiß nicht, wo meine Abwehr auf einmal stand. So, wirklich jetzt mal, hä? Aber manchmal braucht man auch einfach können. Aber das kann ich halt nicht. Abseits, oder? Abseits, abseits, jawohl. Oh. Ja, das Spiel wird jetzt hier ein bisschen. Mein Gegner ist auf jeden Fall jetzt besser geworden. So, am Anfang hat das wahrscheinlich einfach so sich gedacht, aber easy win. Und dann auf einmal so, oh shit, ich liege ja hier 2-0 hinten. Nein, er moved wieder und ich verkack das. Komm jetzt, Anton. Ja. Was? Wo war das Abseits? Wo war das Abseits? Hä? Das will ich gleich nochmal sehen. Das will ich gleich nochmal sehen. Da wird gleich nochmal die Torlinientechnik hier aktiviert und dann werden wir sehen. Dann werden wir sehen. Oh mein Gott. Und dann geht so ein hässlicher Ball rein, ne? Dann geht so ein hässlicher Ball rein. Zack, Corbinian ist da. Corbinian, Junge. Und zack, auf Matondo. Er holt sein Tor wieder raus. Perfekt, 2 zu 4. Wir nehmen die Ecke nochmal mit und versuchen jetzt nochmal. Nee, ah, okay, keine Ecke. Alles gut. Dann machen wir da 2 zu 5 mit HW4 nochmal. Auch wenn er die 9 hat, bei uns hat er die 9, die 4, weil HW4, Henrik weiter hat HW. Damit gelingt uns hier auf jeden Fall ein super Einstand. HW4 mit 2 Toren, Vollmann mit 2 Vorlagen. Und wir können jetzt zwei Upgrades vornehmen, das heißt ein Silber, ein Gold schon. So, und Ilkay Gündogan darf gekauft werden, da er halt unter 10.000 kostet. Ich weiß nicht, wie viel der aktuell kostet, an die 3.000 wahrscheinlich, ja, 3.1. Das ist unser Team, nimmt Form an. Wir haben unseren ersten Goldspieler bekommen. Ich persönlich mag das Team. Wir werden auf jeden Fall noch einiges wird hier auf jeden Fall noch passieren. Wie gesagt, Ilkay Gündogan wird, denke ich mal, hier hinkommen. Dann hätten wir Linksverteidigung. Werde ich mal gucken, wen es da so gibt. In der Innenverteidigung wird dann am Ende Ake. So viel steht fest, weil ich mag Ake. Ich komme mit dem sehr gut klar. Und Laporte wäre möglich, wenn unser Gehaltsbudget steigen wird. Oder ich den ziehe an. Dann würde ich auf jeden Fall Laporte zocken, weil Laporte ist einfach, sein Stellungsspiel ist einfach richtig gut. Ansonsten Ake und im Tor Ederson. So, und ich würde sagen, oder wir holen uns einfach für den Sturm. Das wäre natürlich super. Den besten. Aber ich glaube nicht, dass er bis dahin 10.000 wert ist. Und ehrlich gesagt, Henrik Weidmann und Aguero. Schwierig. Auch wenn ich Aguero feiere. Ja, gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, schreibt gerne was in die Kommentare, wie ihr es aktuell findet, wo, was ihr vielleicht sagen würdet, wo sollte ich als nächstes verbessern. Vielleicht habt ihr geile Vorschläge für Spieler bis 10.000, die man sich holen könnte, wo ihr sagt, ja, macht das mal. Oder aktuell ist Lars Stindl noch zu haben. Ich feiere Lars Stindl. Ich komme mit dem richtig gut klar. Problem ist, ich zocke den entweder auf der 8 oder im Doppelsturm. Ich habe den zuletzt im Doppelsturm gespielt. Und im Doppelsturm ist der so gut. Da ist der echt unfassbar gut. Nur,
Ich habe den als falsche 9 halt spielen. Doppelsturm. Also zurück, dass er ein bisschen abfällt und dann aus der Distanz schießt oder den Pass in die Lücke spielt. Und wir haben Henrik Weidand. Also da muss eigentlich so einer, der schnell ist, torgefährlich, so zack, zack, zack. Ne? Und ja, gut, ich höre auf zu labern.